Ist auch ein bisschen aufgeregt. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem allerersten deutschsprachigen Clip Studio Paint Webinar in diesem Format. Mein Name ist Joanna. Ich werde euch heute durch unser Webinar führen, zusammen mit unserer Künstlerin. Zum Anfang ganz kurz ein paar Informationen zu dem Webinar insgesamt. Also es geht wirklich um ein Einsteiger-Webinar für Leute, die noch nicht so erfahren sind, entweder mit Clip Studio Paint oder auch mit dem Zeichnen und Malen insgesamt. Das Webinar wird ungefähr eine Stunde lang sein und am Ende werden wir auch noch eine Fragen- und Antwortenrunde machen, je nachdem, wie viele Fragen wir bekommen. Und zwar könnt ihr gerne im Chat an dieser Aufzeichnung und an diesem Webinar live noch teilnehmen und eure Fragen stellen. Und wir werden dann schauen, wie viele wir am Ende beantworten können. Seid bitte nicht böse, wenn wir eure Fragen nicht beantworten können. Es gibt einfach ein bisschen viel, worüber wir heute reden möchten. Und wir schaffen vielleicht nicht alle Fragen. Aber wir werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Wenn ihr möchtet, werden diese Webinare in Zukunft auch ein bisschen öfter haben. Gerne zum Kanal abonnieren, den Kanal abonnieren. Und ja, schaut auch gerne unsere anderen Videos an und dann würde ich sagen, für heute fangen wir erstmal an. Und zwar lade ich dazu jetzt ein, die liebe Carina, die uns jetzt genau, zusammen auf dem Bildschirm, jetzt haben wir dich auf dem Bildschirm, das ist schon mal schön. Einige, die unseren Kanal schon ein bisschen länger im Auge haben, die kennen die Carina vielleicht schon. Die hat schon mal zwei Webinare mit uns zusammen gemacht und auch sonst natürlich eine tolle Künstlerin. Dementsprechend ist sie vielleicht einigen bekannt. Ja, möchtest du dich erst einmal vorstellen? So, gerade? Okay. Ja, genau, so ist also, richtig, genau. Ja. Hallo erstmal. Ich bin Carina Klinkhammer und ich wohne im wunderschönen Leipzig und habe auch hier studiert, und zwar das Studienfach Malerei Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Aktuell arbeite ich als freischaffende Künstlerin und Illustratorin und genau, ich mache verschiedene Sachen wie Auftragsarbeiten oder auch mein Buchcover. Gehe auch hin und wieder auf Messen und verkaufe dort meine Prints. Und genau, oder wie jetzt, mache auch hin und wieder mal ein Webinar, wo ich verschiedene Dinge erkläre. Mein Lieblingsthema ist dabei Porträtmalen und Zeichnen. Das mache ich auch wirklich schon seit Ewigkeiten, praktisch seitdem ich denken kann. Also mich hat irgendwie das menschliche Gesicht schon immer fasziniert. Genau, ich bin auch im Internet zu finden, vor allem auf Instagram, Twitter oder Artstation, und dort entweder unter meinem richtigen Namen oder unter meinem Künstlernamen Black Laria. Ja. Okay, super. Vielen, vielen Dank. Und wir haben gerade mal schon die erste Frage bekommen, und zwar, der Stream wird auch aufgezeichnet, das ist richtig. Also ihr könnt ihn später auch mal angucken, falls ihr nicht jetzt bis zum Ende gucken konntet. Nur das noch ganz schnell aus dem Weg. Sonst gehen wir jetzt gleich noch dazu über, wie denn heute so ungefähr der Ablauf sein soll. Und zwar haben wir vor ein paar Tagen auch gerade erst ein ganz an Einsteiger gerichtetes Video veröffentlicht, in dem eine niedliche Katze gezeichnet wird. Das werden wir uns ganz, ganz kurz einmal anschauen. Und ja, dazu kriegen wir jetzt einmal den, genau. Jetzt müssen wir uns einmal ganz kurz, schauen wir uns einmal ganz kurz das Video an. Das ist nur ein kurzer Überblick. Und das ist wichtig, gerade weil Carina auch im Grunde, also ganz im Grunde, sich in ihrer Erstellung von dem Porträt, was sie heute zeichnen wird, auch daran orientiert hat, im Aufbau, so damit das auch verschiedene Schritte dann übereinstimmen. Ein paar werden natürlich abweichen, aber einfach nur, dass da der Aufbau erstmal verständlich ist. Und dann das andere Video steht natürlich zur Verfügung, sodass das auch immer wieder angeschaut werden kann, auch nochmal ganz langsam und in ganz einfachen Schritten. Genau. Okay. Ich denke, möchtest du noch irgendwas zum Einstieg sagen, Carina? Erstmal nicht.
Okay. Kann losgehen. Okay, gut. Ich sammle die Fragen, während du deinen Vortrag machst und dann am Ende dann schauen wir, wie viele Fragen sind, welche Fragen es gibt und dann gucken wir weiter. Aber jetzt übergebe ich erstmal dir das Wort und bitteschön. Okay. Kommt jetzt eigentlich noch das Katzenvideo oder? Entschuldigung. Jetzt haben wir das Katzenvideo schon geguckt. Ja, Carina kann das Katzenvideo leider nicht sehen, die hat sich das gestern angeguckt. Sorry. Nee, kein Problem. Gut. Du kannst jetzt auf deinen Screen umschalten und dann können wir alles weitermachen. Klar, gut. Sorry, dass es nicht ganz klar war. Gut. So. Ja, genau, jetzt sieht man schon mal mein Clip Studio. Erstmal ganz kurz möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was ich euch hier in diesem Webinar alles zeigen möchte. Und zwar werde ich erstmal ganz kurz meinen Arbeitsbereich hier erklären und anschließend zeigen, was ein gutes Referenzfoto ist. Ein paar Tipps zur Skizzenerstellung euch geben, dann wie man koloriert und dabei werde ich dann noch detaillierter auf verschiedene Gesichtspartien eingehen, wie Nase, Augen, Mund, Haare. Mal gucken, was ich da alles schaffe. Und zum Schluss gibt es dann auch ein paar Finishing Touches. Genau. Euch fällt wahrscheinlich auf gerade, dass mein Arbeitsbereich ziemlich leer ist. Wenn ihr das erste Mal Clip Studio installiert habt und öffnet, da werdet ihr ein paar mehr Tools sehen, als das jetzt bei mir der Fall ist. Und das hat ganz einfach den Hintergrund, dass ich ein großes Grafiktablet habe und ja, die verschiedenen Tools und Funktionen einfach per Tastendruck öffnen kann. Also, das war falsch. Moment. Genau, ich erstelle einfach mal ein neues Bild. So, jetzt sieht man es. Genau, also wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann erscheinen hier zum Beispiel meine Pinsel oder hier meine Ebenen. Auf die verschiedenen Tools werde ich im Verlauf des Webinars dann auch nochmal kurz eingehen, sodass ihr da nicht so verwirrt seid. Also ich werde auf jedes Tool dann einmal eingehen. Wundert euch halt nur nicht, wenn dann plötzlich auf dem Bildschirm hier irgendwie irgendwas aufpoppt. Das ist einfach bedingt durch meine Arbeitsweise so. Und ich mache das halt, damit ich einfach erstmal mehr Platz auf dem Bildschirm habe. Aber auch, damit ich halt nicht so lange Wege mit meinem Arm gehen muss, was auf Dauer sehr unergonomisch und ja auch ineffizient ist. Also, weil ich halt einfach so lange Wege mit meinem Arm gehen muss. Genau. So viel erstmal zu meinem Arbeitsbereich. Gut, also ich habe ja gerade schon angekündigt, ich möchte mit dem Referenzfoto anfangen. Dafür habe ich auch schon eins ausgesucht. Das öffne ich mal eben. Genau, das ist das Referenzfoto, was ich für das heutige Webinar verwenden möchte. Genau, und jetzt möchte ich erstmal kurz ein paar Worte über, über die Referenzfotos verlieren. So. genau, was macht ein gutes Referenzfoto aus? Also ich finde es unglaublich wichtig, dass man ein Foto nimmt, wo wirklich klare Licht- und Schattenverhältnisse erkennbar sind. Denn es gibt ja ganz viele Fotos, die total überbelichtet sind, wo einfach am besten noch das Kamerablitz verwendet wurde und man einfach ja überhaupt kein Licht und Schatten mehr ausmachen kann, die auch überhaupt keine Tiefe mehr haben. Und dementsprechend habe ich hier ein Foto verwendet, wo halt wirklich kann es ja mal so zeigen, also wo halt wirklich halt auch klare Schatten zu erkennen sind und auch feine Farbnuancen. Das finde ich unglaublich wichtig, denn umso besser euer Referenzfoto ist, umso besser wird dann am letzten Endes auch euer Porträt. Das ist wirklich ganz enorm wichtig. Gute Referenzfotos findet ihr eigentlich überall, vor allem auf Google oder Pinterest, da könnt ihr überall mal schauen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr immer es gibt einige Fotos oder fast alle haben ein Copyright, sind also geschützt. Die könnt ihr natürlich trotzdem für euch selber zum Üben verwenden. Und da solltet ihr, wenn ihr dann mal irgendwie in den kommerziellen Bereich geht, solltet ihr dann wirklich auch sicher gehen, dass ihr die Lizenz für das Foto auch habt. Genau, ich habe hier ein Foto aus einem Fotopack von Rachel Bradley.
Genau, das die kann man kaufen. Es gibt aber auch ein paar kostenlose Fotopacks. Da könnt ihr einfach auch selber mal schauen. Genau, so, dann wollen wir jetzt mal ein neues Bild erstellen. So, ich gehe hier auf Datei neu. Hier als Auflösung habe ich 2500 mal 2500 Pixel genommen. Eigentlich empfehle ich aber höhere Auflösung zu nehmen. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie stark euer PC ist. Also ein guter PC, damit kann man auch mit höheren Auflösungen arbeiten. Das ist halt einfach wichtig, ja, damit das Bild halt auch einfach eine bessere Qualität hat. Und gerade wenn man das dann hinterher auch noch ausdrucken möchte oder so, da sollte man schon eine höhere Pixelzahl nehmen. Ich habe das jetzt so niedrig für mich eingestellt, einfach für den Stream, damit mein Computer da nicht plötzlich irgendwie schlapp macht. Genau, also wir erstellen einfach ein neues Bild. Ich mag es nicht, auf einen ganz weißen Hintergrund anzufangen. Deswegen benutze ich immer eine Papiertextur. Hierfür habe ich jetzt so ein Fenster geöffnet. Das sind hier die Materialien. Das ist eine ganz coole Funktion von Clip Studio, dass man eigene Materialien oder Materialien, die man von Clip Studio Assets heruntergeladen hat, dass man die hier sich quasi einfach per Drag and Drop in die Leinwand ziehen kann. Die Materialien findet ihr hier auch, falls sie nicht schon bei euch irgendwo auf der Oberfläche zu finden sind, findet ihr sie auch unter Fenster, Material und ja, ich habe hier meine Favoriten eingestellt als voreingestellt. Genau. Und danach kann man das auch wieder ausblenden, dass das halt nicht im Weg ist. Genau, dann ja, passe ich das noch ein bisschen in die Leinwand an. Und ja, schon habe ich eine schöne Papiertextur. Ich meine, ich komme halt auch von der traditionellen Malerei. Das ist vielleicht mir einfach noch ein bisschen gewohnter, halt auf was Papierartigem zu zeichnen. Genau, hier jetzt seht ihr das Tool Ebenen. Wirklich sehr, sehr wichtig. Mit Ebenen könnt ihr allerhand machen. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist quasi wie, als ob ihr transparente Folien übereinander stapeln würdet. Und hat halt den Vorteil, wenn ich jetzt hier auf dieser Papiertextur direkt zeichnen würde. Hier, das sind übrigens meine Pinsel hier. Würde ich jetzt direkt auf der Papiertextur zeichnen und würde wieder was wegradieren wollen, dann würde ich halt das Papier darunter auch wegradieren. Und das wäre natürlich irgendwie blöd. Das wollen wir nicht. Deswegen gehe ich auf eine Ebene darüber und kann jetzt einfach auf... Wenn ich jetzt irgendwas wegradieren würde, dann würde ich halt nur meine Bleistiftstriche wegradieren. Die Ebenenreihenfolge könnt ihr hier auch per Drag and Drop verändern. Hier neue Rasterebene könnt ihr neue Ebenen erstellen und hier auch wieder löschen. Es gibt noch allerhand andere Funktionen, die erklär ich euch aber im Verlauf des Webinars, was das alles bewirkt. Genau. So, dann nochmal kurz zu meinem Arbeitsbereich. Wenn ihr per Drag and Drop die Leinwand an den Rand zieht, dann erscheint so ein roter Balken. Wenn man das dann loslässt, hat man ja so eine zweigeteilte Ansicht. Das finde ich immer ganz praktisch. Ich bin ja Rechtshänder, deswegen packe ich mein Referenzfoto immer auf die linke Seite, damit ich auf der rechten Seite arbeiten kann. Dann auch eine Funktion, die ich sehr oft benutze, ist hier zum Beispiel das Quick Assess Menü. Das ist quasi ein Menü, in dem ich halt alle wichtigen Funktionen, die ich so nutze, alle auf einem, alle in einem Fenster quasi habe. Und hier benutze ich ja zum Beispiel neues Fenster öffnen. Wie ihr seht, habe ich jetzt quasi meine Leinwand mehrmals geöffnet. Das findet ihr übrigens diese Funktion auch auf Fenster, Leinwand und neues Fenster. Genau. So, und die ziehe ich mir jetzt hier auch nochmal hin. Und jetzt zeige ich euch direkt das nächste Tool, und zwar der Navigator. Hier seht ihr so eine kleine Übersicht von eurer Leinwand. Ihr könnt ja allerlei Dinge machen. Hier könnt ihr auch zoomen oder das Bild drehen.
Aber eins der besten Funktionen ist erstmal hier, dass ich die Leinwand an die Fenstergröße anpassen kann und dass ich sie auch spiegeln kann. Ich mache das jetzt mal. Hier unten passe ich es an die Fenstergröße an. So, warum mache ich das? Zum einen habe ich so eine kleine Übersicht über meine Leinwand. Also gerade wenn ich mich hier so total in Details verliere, dann kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Und deswegen finde ich so eine kleine Ansicht ziemlich praktisch. Und also das, was ich auch mega toll finde, ist halt, dass man das spiegeln kann und gleichzeitig aber auch richtig, also in der richtigen Orientierung sieht. Spiegeln hat immer den Vorteil, dass gerade wenn man seine Skizze erstellt, ist dann, ja, dass man oft ja, Fehler in der Anatomie besser sieht, wenn man halt die eigene Leinwand auch noch gespiegelt geöffnet hat. Und das kann man halt in Clip Studio ja, ziemlich gut alles parallel sehen. Genau. So, jetzt möchte ich euch kurz ein paar Tipps geben, wie ich die Skizze anfange. Das werde ich allerdings recht kurz gestalten, weil es mir jetzt heute primär in dem Webinar darum geht, wie man ein Porträt realistisch auch malt. Deswegen erstmal ganz kurz. Zuallererst schaue ich mir halt an, wie der Kopf, welche Blickrichtung der hat und wie der geneigt ist. Dazu hilft es mir, mir quasi gedanklich eine Linie vorzustellen, die hier vom Haaransatz runter das Gesicht bis zum Kinn geht. Was meine ich damit? Gehen wir einfach mal hier drauf. Genau, also hier vom Haaransatz bis runter zum Kinn. Na, das sieht man nicht so gut. So. Genau. So eine Linie stelle ich mir hier vor. Und zeichne dann eine Linie für die Augen, einen Nasenansatz und Mund. Somit ist halt auch schon mal klar erkennbar, dass hier das Auge auf der vom Betrachter aus linken Seite viel, ja, viel kleiner wirkt, auch viel schmaler als hier das rechte Auge. Und dass die komplette ja, linke Gesichtshälfte auch viel kleiner erscheint als hier die rechte Gesichtshälfte, von der wir auch einfach viel mehr sehen. Genau, und so baue ich mir das Porträt dann quasi erstmal auf. So, machen wir das mal wieder kleiner. Übertragen auf die Zeichnung gehe ich dann quasi genauso vor wie das, was ich euch gerade gezeigt habe. Das hier ist übrigens mein Lieblings-Bleistiftpinsel für Clip Studio. Ich finde einfach, dass man hier sehr gut mit dem Druck arbeiten kann. Also wenn man feste aufdrückt, dann wird's auch, werden die Linien dunkler. Wenn man nicht ganz so feste aufdrückt, sind die Linien viel heller. Aber auch wenn man den wenn man den Stift so ein bisschen neigt, dann hat man wie so eine Art Schraffur, was, finde ich, einem echten Bleistift schon erstaunlich nahe kommt von der Wirkung her. Das mag ich einfach sehr gerne. Und wie man jetzt sieht, hier habe ich das alles auf einer Ebene gepackt. Jetzt muss ich halt die ganze Zeit rückgängig machen, um hier wieder eine weiße Papierleinwand zu haben. Okay, also erstelle ich erstmal eine neue Ebene und fange meine Skizze an. Erstmal die Linie, die vom Kopfansatz runter geht bis zum Kinn. Da brauche ich auch manchmal ein paar mehr Versuche. Grundsätzlich ein super Tipp, den ich da für euch habe beim Skizzieren, ist, arbeitet von groben Formen zu feinen Formen. Also wirklich, zeichnet erstmal keine Details, sondern schaut aufs Wesentliche. Also wirklich hier erstmal die Blickrichtung, wo sind ungefähr die Augen, wo könnte die Nase sein, wo ist der Mund. Es muss auch noch gar nicht stimmen. Dadurch, dass ihr dann noch nicht so viele Details eingezeichnet habt, lässt sich ganz schnell auch alles wieder ausradieren. Hier zeichne ich jetzt die Kopfform, das Kinn. Genau, und so baue ich mir dann einfach mein Porträt auf. Man muss auch bedenken, dass ein Kopf wirklich ein dreidimensionales Objekt ist, auch wenn wir das halt in dem Moment, wo wir drauf schauen, aufs Foto eigentlich zweidimensional ist.
Mir hilft es aber schon, einfach vorzustellen, ja, das im Kopf ist natürlich ganz grob gesprochen eine Kugel und deswegen gibt es auch ein Vorne und ein Hinten. Das finde ich immer sehr hilfreich. Das hilft einem auch, um hier die Verkürzung an der Seite des Kopfes besser zu verstehen. So, dann zeichne ich einfach die Nase wirklich ganz grob vorgehen. Also hier fällt zum Beispiel auf, dass der Mund ein bisschen zu tief ist. Und so arbeite ich mich dann Stück für Stück vor. Und hier sehe ich zum Beispiel, dass die Stirn zu niedrig ist. Oder dass das hier noch nicht breit genug ist. Das ist auch wirklich eine Übungssache. Also gerade das zu lernen, wie man anatomisch richtig zeichnet. Also ich selber, habe das schon ganz, ganz oft gemacht. Deswegen fällt das einem irgendwann leichter, Größenverhältnisse und so zu erkennen. Und ja, wie man da rangehen kann. Da muss auch jeder seine eigene Technik finden, wie man jetzt genau mit dem Porträt anfängt. Genau. Auch ein ganz guter Tipp, wenn ihr zum Beispiel merkt, angenommen, ich habe das Auge jetzt hier an einer völlig falschen Position gesetzt. Das Auge an sich sieht aber von der Form her vielleicht schon ganz gut aus. Ihr müsst das nicht einfach wegradieren. Ihr könnt auch das Lasso-Tool verwenden. Das findet ihr hier im Menü-Auswahlbereich. Das einfach umkreisen. Und dann könnt ihr das einfach an die richtige Position verschieben. Das finde ich immer ganz praktisch, wenn ich merke, okay, das passt einfach von den Abständen her gerade noch nicht so gut oder so. Genau, gehen wir zurück auf den Pinsel. So. Also ich bin jemand, ich brauche immer recht lange für meine Skizzen. Und ich empfehle auch, dass ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmt dafür. Also, weil, ja, eine gute Skizze ist quasi die Grundlage eures Bildes. Und ihr könnt noch so schön das am Ende ausgemalt haben, wenn das Auge in einer völlig falschen Position ist, dann verliert es einfach an Wirkung, dann sieht es halt nicht mehr so realistisch aus. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn euch auffällt, dass ihr anatomisch irgendwas nicht stimmt, dann fällt es auch jedem anderen auf. Deswegen nehmt euch dafür ruhig Zeit. Also ich brauche auch gefühlte Ewigkeiten für eine gute Skizze. Also da kann schon mal, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, auch eine Stunde oder so Zeit verstreichen, bis ich da eine Skizze zu meiner Zufriedenstellung habe. Und wie gesagt, es geht weniger um Details, sondern dass ihr wirklich halt die Anatomie richtig habt. Genau. Da es eben für mich doch recht lange dauert, so eine Skizze zu erstellen, habe ich halt schon mal eine vorbereitet. Öffnen. So. Genau, das ist halt meine fertig erstellte Skizze. Wie gesagt, für die habe ich jetzt viel, viel länger gebraucht und als ich das jetzt hier euch im Webinar gezeigt habe, es soll euch einfach hier nur einen groben Überblick geben, wie ihr bei so einem Porträt die Skizze anfangen könnt. So, dann schließe ich das hier mal. Nein. Und das öffne ich mir jetzt auch mehrfach. So. Und richte mir das hier wieder schick ein. Und hier spiegeln wir das. So. Genau. So, jetzt geht's langsam los. und zwar möchte ich erstmal noch ein paar Worte zu Farben und Licht und Schatten verlieren. Dafür ziehe ich mir hier nochmal das Referenzfoto ein bisschen größer. Ein Fehler, den ich am Anfang auch ganz oft gemacht habe, ist, dass ich mich auch in Sachen Licht und Schatten zu schnell in Details verloren habe. Also habe ich angefangen, irgendwie schon komplett die Nase auszumalen und habe das große Ganze dabei vergessen. Das kann man umgehen, indem man zum Beispiel das Bild auf Schwarz-Weiß stellt. Das kann man ganz einfach machen, wenn man hier zum Beispiel auf Ebene, neue Korrekturebene, Farbton, Sättigung, Luminanz geht und hier die Sättigung auf minus 100 stellt, dann sind keine Farben mehr vorhanden. Hier fällt jetzt viel eher auf, wo wirklich Lichtbereiche und wo Schattenbereiche sind in dem Bild.
Ich zeig das mal ganz kurz. So. Genau, also hier auf der Stirn sieht man, dass wir hier einen ganz großen Lichtbereich haben, wo es eher hellgrau aussieht. Oder hier auf der Nase. Hier, das sind wirklich so die hellen Stellen. Oder hier auf der Oberfläche der Haare, da ist es auch hell. Oder hier der Schulterbereich. Während hier der ganze andere Bereich, der liegt quasi komplett im Schatten. Und hier, man sieht das quasi von auf dem Foto, müsste links oben irgendwo die Lichtquelle sein. Und die halt dann auf das Gesicht drauf fällt und quasi so die Konturen des Gesichts formen. Man könnte also das Porträt wirklich in, hier in Schwarz-Weiß in, drei Farben eigentlich reduzieren. Also einmal dieses helle Grau, hier dieses mittlere Grau und dieses dunklere Grau. Ich weiß, ich hoffe, man sieht das ein bisschen. also versucht wirklich, auch wenn ein Porträt total viele Nuancen hat, was Helligkeiten angeht, versucht es wirklich am Anfang zu reduzieren und die Details erst mit der Zeit wirklich auszuarbeiten. Das hilft ungemein, dass ihr wirklich auch ein Porträt am Ende gemalt habt, was dreidimensional aussieht und wirklich auch eine Tiefe hat. Genau, wir wollen aber in Farbe heute malen. Ja, wir wollen das löschen, danke. So, und für Farbe habe ich dann auch nochmal einen Tipp für euch. Und zwar, ihr habt es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen, das Farbrad hier. Das findet ihr übrigens auch unter Fenster Farbrad, falls das nicht bei euch schon in Clip Studio sichtbar ist. Genau, also hier haben wir die verschiedenen Farbtöne und hier könnt ihr ja Helligkeit und Sättigung in der Mitte einstellen. Und ich finde es äußerst hilfreich, bei einem Porträt mir zu überlegen, also das Porträt quasi in warme Farben und in kalte Farben zu gliedern quasi. Hier in den Schattenbereichen haben wir ziemlich viele warme Farbtöne, also so ein warmes Braun. Hier also es geht so leicht ins Orange und es wirkt sehr warm. Und im Kontrast dazu haben wir hier in den hellen Bereichen, wo das Licht drauf fällt, eher kühle und helle Farben. Oder hier beim Auge, das wirkt sogar ein bisschen bläulich. Ich finde, also im Porträt sieht direkt viel lebendiger aus, wenn ihr warme und kalte Farben abwechselt. Grundsätzlich könnt ihr als Regel folgen, wenn ihr die Lichteffekte mit kalten Farben malt, müsst ihr die Schattierung mit warmen Farben malen und umgekehrt. Das heißt, wenn ihr die Lichteffekte mit kalten Farben malt, werden die Schatten dann kühler. Also in kühleren Farbtönen. So, was meine ich eigentlich mit warmen und kalten Farben, wovon ich hier die ganze Zeit rede? Also ihr seht hier das eigentlich im Farbrad schon ganz gut, dass hier dieser Bereich von lila bis, ich sag mal, hier bis zum Grün, die Farben wirken insgesamt viel wärmer als hier diese andere Hälfte mit den grünen, türkisen und Blautönen. Das ist aber noch nicht alles. Auch jedes einzelne Farbspektrum hat quasi warme und kalte Farben. Also ein Rot kann auch warm oder kühl wirken. Wenn ich jetzt das Rot hier mehr ins Orange gehen lasse, zeig das mal. Ich nehme vielleicht mal hier eine weiße Leinwand, dann sieht man das ein bisschen besser. So. So. Genau, das ist ein sehr warmes Rot. Wenn ich es mehr Richtung Violett-Lila gehen lasse, dann habe ich hier ein kühleres Rot. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht den Unterschied. Ähnlich ist es aber zum Beispiel auch bei Blautönen, wo man auch denkt, Blau ist ja eigentlich immer eine kalte Farbe, aber auch ein Blau kann im Verhältnis wärmer sein als ein anderes Blau. Das hier wäre jetzt eher ein warmes Blau, während hier ein Blau, was mehr ins Türkisgrüne reingeht, das sieht dann eher kühler aus. Und das kann man wirklich mit jeder einzelnen Farbe so machen. Also mit Gelb würde es auch gehen, hier ein Gelb, was mehr ins Grün reingeht, wirkt viel kühler als ein Gelb, was
mehr ins ins Orange reingeht, obwohl man bei beiden Farben sagen würde, ja, das sind ja eigentlich Gelbtöne. Genau. So. Mache ich das erstmal alles weg. Genau, das wollte ich euch erst mal vorab erklären, damit ihr gleich nicht total überfordert seid, wenn ich anfange, hier zu malen. So, bereiten wir hier wieder alles vor. So. Also ich baue das bei mir immer so auf, dass ich ganz unten die Papiertextur habe. Darüber liegt meine Skizze und dazwischen erstelle ich jetzt eine neue Ebene, weil ich nicht direkt auf die Papiertextur malen möchte. Übrigens, euch sind hier vielleicht die lustigen Farben hier bei meinen Ebenen aufgefallen. Ich finde, das ist auch eine äußerst praktische Funktion. Hier oben kann man das aktivieren. Man kann jeder Ebene eine eigene Farbe zuordnen. Wir können jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal Orange für diese Farbe, für diese Ebene. Das finde ich einfach praktischer, als wenn ich halt jede Ebene immer einen neuen Namen geben würde. Also ich meine, das ist zwar immer so ambitioniert, jeder Ebene für die Übersicht einen eigenen Namen zu geben, aber im Endeffekt, wenn man richtig im Malfluss drin ist, macht man das eh nicht. Und wenn man hier einfach dann die Farben verwendet, hat man auch eine ganz gute Übersicht. Ohne, dass man jede einzelne Ebene irgendwie umbenennen müsste. Genau. Ich gehe jetzt hier auf eine neue Ebene und jetzt zeige ich euch mal einer meiner Lieblingspinsel. Und zwar ist das hier ein Pinsel mit einem Farbjitter-Effekt. Was heißt das? Das zeige ich euch mal ganz schnell. Also wie ihr seht, haben wir hier, wenn ich mit dem Pinsel male, schon ganz viele unterschiedliche Farbnuancen. Das mache ich mir zunutze, damit ich nicht mit einer einzigen Farbe anfange, sondern schon so eine Farbvarianz auf meiner Leinwand habe. Das hilft mir einfach, um schon eine gewisse Grundlebendigkeit in das Bild reinzukriegen. Und genau, das benutze ich halt gerne quasi als Untermalung. Davon wird ein Großteil am Ende übermalt werden. Es hilft halt trotzdem, um einen gewissen spannenden Hintergrundeffekt quasi zu haben. So, ich fange meistens mit dem Hintergrund an, weil das ja meistens, also der Hintergrund beeinflusst halt, wie eigentlich auch der Rest und auch das Porträt farblich gestaltet ist. Hier in dem Fall haben wir so einen eher gräulich, leicht bläulichen Hintergrund, deswegen nehme ich so ein Blaugrau als Untermalung. Damit fülle ich jetzt einfach erstmal die ganze Leinwand. Mal das komplett unordentlich aus. Da müsst ihr euch wirklich noch keine Mühe geben. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So. Genau, so, jetzt haben wir das für den Hintergrund schon mal ausgemalt. Ist natürlich jetzt schon ein ganz anderer Effekt, also es sieht viel dunkler aus. Aber man sieht hier bei einem Referenzfoto auch, dass der Hintergrund wirklich sehr dunkel ist und das Porträt dann halt durch die Beleuchtung richtig hervorsticht. Und genau das wollen wir ja auch erreichen. Dann erstelle ich für das Porträt dann eine neue Ebene. Und jetzt... ich habe es, glaube ich, schon vorhin kurz erwähnt. Also das Lasso-Tool ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingstools in Clip Studio. Man kann nämlich jetzt ganz easy hier die Umrisse des Porträts nachzeichnen. Da müsst ihr auch gar nicht so genau sein. Man kann auch zwischendurch absetzen und weitermachen. Weil in einem Durch könnte ich das hier jetzt auch nicht nachziehen. So, warum mache ich das? Ich finde es jetzt viel einfacher, das Porträt quasi auszumalen. Und man hat sehr scharfe Linien, die es vom Hintergrund schon mal abgrenzt. Als Grundfarbton für Haut nehme ich meistens so einen orangenen Ton, der nicht ganz so gesättigt ist, aber auch nicht ganz blass.
Ich bin jemand, der dazu neigt, eher zu dunkel und zu blass zu malen. Deswegen nehme ich hier schon Farben, die ein bisschen knalliger sind, sag ich mal. Aber bei mir wird es am Ende eh wieder dunkel. Also das gleicht das dann so ein bisschen aus. Und damit ja, fülle ich jetzt quasi einfach ganze Bereiche, die, wo quasi die Haut zu sehen ist. So. Genau, dafür benutze ich auch wieder mein Farbjitterbrush. Denn auch Haut ist ja nicht einfach eine ganz glatte Fläche. Also das ist halt auch gerade, das sehe ich oft bei Leuten, die gerade mit digitaler Malerei anfangen, dass es alles noch sehr, sehr extrem glatt aussieht und keine Textur hat und so. Das kann man damit halt dann schon ganz einfach vorbeugen. Genau, für die Haare nehme ich ein bisschen dunkleren Farbton. So ein dunkles Braun vielleicht. So. Genau. Das war's auch schon. Falls euch hier diese, diese gepunkteten Linien von der Auswahl stören, die kann man auch deaktivieren. Also entweder hier in der Leiste, in der Auswahlleiste, dann sieht man die nicht mehr, obwohl die Auswahl trotzdem noch aktiv ist. Hier oben, hier in dieser Leiste, habt ihr die Funktion aber auch. Also die hier in der Auswahlleiste habe ich mir, glaube ich, selber hinzugefügt. Genau, hat jetzt den Vorteil, dass ich einfach nicht außerhalb dieses Bereichs malen kann, was schon sehr praktisch ist. Genau. Jetzt für die Licht- und Schatteneffekte erstelle ich mir wieder eine neue Ebene. Ihr seht, ich erstelle mir öfters neue Ebenen. Das liegt einfach daran, dass ich es ganz gut finde. Wenn man mal irgendwie was verkackt, was dann nicht so gut aussieht, dann kann man das einfach wieder löschen und neu machen. Ohne dass man ja seinen vorherigen Fortschritt dabei auch löschen würde. So, für die Schattierung gehe ich auch wieder ganz grob erstmal vor. Und ich arbeite von dunkel nach hell. Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt auch noch so ein bisschen von klassischer Ölmalerei, wo dann auch so vorgegangen wird. Genau, ich glaube, der Farbton ist schon gar nicht so schlecht. Na, doch noch ein bisschen dunkel. Und jetzt male ich wirklich erstmal, konzentriere ich mich nur auf die Schattenbereiche auf der Haut. Das ist ja, hat man ja schon gesehen, ist hier dieser Bereich, der im Schatten liegt. Und gehe wirklich mit einem ganz dicken Pinsel erstmal ganz grob vor. Und zeichne die ganz grob die Form, die im Schatten liegen, einfach nach. Man kann auch die Deckkraft des Pinsels verringern. Also ich habe meine jetzt hier auf 100%. Ich mag es aber auch, wenn das ein bisschen weniger ist. Also wenn ich die jetzt hier nur noch auf 70% habe, dann habe ich die... dann scheint quasi die unteren Ebene die ganze Textur noch ein bisschen durch, was auch wirklich schöne Effekte machen kann. So, genau, wie gesagt, das mache ich wirklich nur ganz grob, weil, wie gesagt, Details kommen wirklich später. Es geht wirklich erstmal um den Gesamteindruck. Dasselbe mache ich auch mit dem Hintergrund, der momentan ja noch sehr unruhig aussieht und ein bisschen hell. Da gehe ich auch einfach noch mit einem Pinsel drüber. Ach so, ich habe die Auswahl noch aktiv. So. Genau, so sieht es schon direkt viel ruhiger aus. Genau. So, man kann auch öfters drüber gehen, dann sieht es noch ein bisschen dunkler aus. So, machen wir weiter mit der Haut. Genau, jetzt habe ich ja die Schattenbereiche schon reingemalt. Kommen wir zu den Lichtern. Da mache ich es mir jetzt zunutze, dass ich hier im Schatten wärmere Farben verwendet habe. Das ist ja hier ein, schon ein Rot, was ein bisschen ins Orange reingeht. Jetzt nehme ich ein Rot, was ein bisschen kühler ist. Und ein ganz helles, also ganz hellen, fast weißen Farbton. Ich rate übrigens davon ab, wirklich die ganz starken Extreme zu nehmen, wie ganz weiß oder ganz schwarz. Das
es sind meistens viel zu harte Kontraste. Also solche harten Kontraste hat man in der Natur eigentlich nicht. Deswegen lieber dann hier auf so ein Grau gehen. Genau, und jetzt mache ich dasselbe wie mit den Schatten. Ich male die hellen Lichtpartien, die male ich hier einfach rein. Ups. Genau. Also auch wieder nicht zu detailliert. Das kann wirklich ganz grob sein. So. Genau. Machen wir hier die Lippen noch ein bisschen dunkler. So. Ja, wenn ihr das Bild jetzt verkleinert, dann seht ihr schon, dass halt wirklich schon eine gewisse Körperlichkeit vorhanden ist. Und das, obwohl wir gerade mal die Untergrundmalung und zwei Farben haben. Also auch wenn es sehr klein ist hier die Ansicht, man erkennt schon direkt, wo Nasen, Auge, Mund ist. Ohne dass wir bislang viel reingemalt haben. Und so gehe ich jetzt eigentlich weiter vor und fange an, immer mehr in die Details reinzugehen. Gut, genau, jetzt hier fürs Webinar hatte ich mir überlegt, dass ich jetzt noch verschiedene Gesichtspartien nochmal einzeln ein bisschen detaillierter euch zeige, wie ich die gestalte. Dafür habe ich halt auch schon wieder was vorbereitet. Deswegen blende ich hier die Ebenen, die ich gerade gemacht habe, wieder aus. So. Genau. Hier kann ich euch nochmal die Zwischenschritte zeigen, die ich zur Vorbereitung des Webinars, da habe ich halt das Porträt schon mal gemalt, damit ich euch das jetzt hier auch gut zeigen kann. Genau, das war mein erster Zwischenschritt. Hier sieht man, dass ich auch bei der Haut ein bisschen zu blass war. Das habe ich dann im späteren Verlauf geändert. Genau, hier habe ich die Schatten eingefügt. Und hier dann die Lichter. Das ist jetzt quasi der Stand, den ich mit euch hier auch live im Webinar gemalt habe. Sieht halt immer ein bisschen anders aus, aber das lässt sich schlecht vermeiden. Genau, gut, wie gesagt, ich wollte mit euch verschiedene Gesichtspartien malen. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir fangen mit der Nase an. Dafür können wir uns hier das Referenzfoto auch noch ein bisschen vergrößern. Und ja, genau. So. Also im Moment sieht die Nase noch viel zu rötlich aus. Da arbeite ich ziemlich gerne mit Komplementärfarben, also dass ich hier... Komplementär heißt gegenüberliegend vom Farbgrad. Das wäre jetzt hier dieses Türkis. Und ich nehme eine sehr entsättigte Farbe und verringe auch meine Deckkraft etwas vom Pinsel und male jetzt einfach leicht drüber. Das, ja, ihr seht sofort, dass halt dieses ganz knallige Orange so ein bisschen abgefedert wird. Also so ein bisschen weicher wird. Genau, damit male ich dann einfach so ein bisschen drüber und fange jetzt an, quasi die Schatten auszumodellieren. Hier mag ich zum Beispiel auch ganz gerne wieder das Lasso-Tool zu verwenden. Hier für die Nasenlöcher zum Beispiel, die sind ja sehr dunkel, so einem dunklen Rotton, sag ich mal. Da kann ich das hier auch ganz einfach wieder ausmalen. Und habe quasi nicht irgendwie daneben malen können müssen. Ja, also konnte hier nicht irgendwie daneben malen. Genau, ich gucke mir halt an, wo sind besonders dunkle Bereiche hier in der Nase. Da sieht man hier beim Referenzfoto, dass hier eine ganz dunkle Stelle ist und hier. Das würde ich jetzt hier auch bei meinem Porträt nachmalen. So, da sieht man, das ist sogar noch dunkler hier an dieser Stelle. Genau. Ja, das ist hier jetzt auch der, der Prozess dauert wirklich auch am längsten, das hier alles fertig zu modellieren, sage ich mal. Und hier kann man dann jetzt auch anfangen, weiter in Detail zu gehen.
und sich Schritt für Schritt dann vorzuarbeiten. Ich empfehle auch immer einen Blick dann noch auf die kleine Vorschau zu haben, um zu gucken, ob das, was ihr da gerade malt, auch gerade ja, wirklich zum Gesamtporträt passt. Also gerade wenn ihr dann eben Detail zeichnet, dass ihr trotzdem immer mal guckt, wie das Gesamtbild auf euch wirkt. Und euch dann ja einfach nicht verzettelt oder dann irgendwann, ihr malt hier so ganz viele Details und wenn ihr dann rauszoomt, stellt ihr fest, okay, das sieht ja überhaupt nicht gut aus gerade. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier auf der Nase gibt es hier so eine Art Farbsaum, hier genau zwischen Licht und Schatten. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das auch einfügt ins Porträt. Dafür nehme ich halt wirklich einen relativ knalligen Farbton. Das ist vielleicht doch zu knallig. So. Und imitiere das quasi. Bringt halt sofort eine gewisse Lebendigkeit ins Porträt und die Farben sehen dann nicht mehr so, ja, einfach nur grau aus. So. Ich glaube, mir fehlen noch so ein paar Gelbtöne. Einen anderen Brush, den ich ganz toll finde zum Hautmalen, ist der hier. Ich zeig's mal ganz kurz. Der hat halt schon so eine leichte Textur in sich und Haut ist ja nicht total glatt. Also selbst bei einer jungen Person ist Haut nie komplett perfekt glatt. Genau. So. Was ich auch ganz gerne mache, ist hier den Pinsel Gouache Verblenden benutzen. Damit kann ich quasi schon vorhandene Pixel auf meinem Bild miteinander verwischen. Also, sodass ich dann an gewissen Stellen glattere Übergänge habe. Carina, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Okay. Wir sind schon alles klar. Ein bisschen. Magst du noch zeigen, wie du das Porträt dann im Endeffekt zu Ende gebracht hast? Das wäre ganz super, wenn das noch klappt. Okay, alles klar. Okay. Ich würde noch ein kleines Detail zur Nase erwähnen, wenn das okay ist. Mach das. Ja, auf jeden Fall. Okay. Genau. Hier, was mir halt zum Beispiel noch aufgefallen ist, ist, dass hier der Bereich der Nase viel dunkler ist als eigentlich hier auf meinem Porträt. Da gibt es auch einen einfachen Trick. Ich erstelle eine neue Ebene, setze die auf Überlagern und male jetzt mit einem Pinsel drüber. Ja, genau. Und einem ein bisschen dunkleren Farbton. Genau, und hier kann ich jetzt ganz einfach komplette Bereiche dunkler gestalten. Genau, und so kriegt das direkt dann viel mehr Tiefe und gerade wenn ihr merkt, dass eine gewisse Gesichtspartie bisschen zu hell oder zu dunkel geraten ist, kann ich euch sehr, sehr empfehlen, diesen Ebenenmodus überlagern, multiplizieren geht auch zu verwenden. Okay, gut, dann zeige ich euch mal eben noch die verschiedenen Zwischenschritte, die ich vorbereitet hatte. Dafür mache ich das hier wieder weg. Genau, so, das ist jetzt hier der Zwischenschritt, wo ich die ganze Haut wirklich gemalt habe. Man sieht hier auch, dass ich nicht alles nur eine glatte Oberfläche gemalt habe, sondern hier auch teilweise so Texturen mit reingemalt. Das ist, wie gesagt, dieser Pinsel mit den verschiedenen Texturen. Genau. Dann geht's weiter. Hier habe ich die Haare gemalt. Hier finde ich es auch wichtig, dass man nicht jede einzelne Haarsträhne für sich zeichnet, sondern wirklich in gröberen Flächen denkt. Und hier kann man auch gut wieder mit Textur arbeiten versus einzelne Haarsträhnen. Also so ein paar einzelne Haarsträhnen gehen, aber wirklich immer ins große Ganze denken. So, genau, hier sind die Lippen dazu gekommen. Die habe ich dann in einem kühleren Rotton auch gemalt, sodass sie sich so ein bisschen von der Hautfarbe auch absetzen. Und man sieht es ja hier auch auf dem Referenzfoto, dass die Lippen so richtig schön rötlich voll aussehen. Genau. Hier sind dann die Augen dazu gekommen. Das lässt sich natürlich jetzt nicht auf die Schnelle irgendwie erklären, wie ich das gemacht habe. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz, dass
Hier sieht man es vielleicht, dass ich gar nicht so viele Details reingemalt habe. Das sind im Grunde genommen auch nur so ein bisschen Striche und so. Und hier für die Lichtreflexion habe ich auch wieder das Lasso-Tool verwendet, damit halt wirklich so eine scharfe Lichtkante reinkommt. Das finde ich sehr, sehr wichtig bei Augen, dass ja diese Lichtreflexion, das ist ja meistens eine sehr harte Spiegelung, dass die auch wirklich hart aussieht und nicht irgendwie verschwommen oder so. Genau, und zum Schluss, das hier ist jetzt das quasi fertige Ergebnis, was ich erstellt habe. Hier sieht man, dass ich die Farben nochmal ein bisschen angepasst habe. Das könnt ihr unter Ebene, Korrekturebene, Farbbalance. Genau, damit kann man so die Farben... Okay, ich müsste dafür die Ebene wechseln. Farbbalance, genau, hier kann man dann ja die verschiedenen Farben noch mal so leicht anpassen. Genau, das hatte ich halt noch im letzten Schritt gemacht. Genau, ja. Okay, wunderbar, wunderbar. Bleiben wir ganz kurz noch mit deiner Ansicht jetzt so, wie du das hast. Und zwar, du hast dir jetzt deine Schritte gezeigt. Und zwischen dem Schritt, was du jetzt die Gelegenheit dazu hattest, hier während des Webinars zu malen und dann dem nächsten Schritt, den du gezeigt hast, da lag ja schon ein ziemlich großer Unterschied. Wie lange hast du ungefähr dafür gebraucht? Also schon ein Weilchen. Das Porträt ist, glaube ich, in, ja, weiß nicht, 6 bis 8 Stunden gemalt worden. Und dieser Schritt, den du hier meintest, ich kann es ja auch nochmal zeigen. Genau, also hier das, so, genau, diesen meintest du wahrscheinlich. Schritt. Genau, genau. Genau, der. Also das ist halt wirklich das, was mir auch am meisten Spaß macht, was aber auch am meisten Zeit kostet, weil ich habe es ja an der Nase ja gerade schon gezeigt, also das dauert dann halt einfach. Ja, genau. Auf jeden Fall. Du hast ja zwischendrin auch mal durch verschiedene Pinsel gewechselt. Wie viele Pinsel ungefähr benutzt du so in einem Porträt? Du hast ein paar Lieblingspinsel. Genau, also im Prinzip sind alle Pinsel, die ich hier drin habe, das sind eigentlich alle Pinsel, die ich irgendwie verwende. So grundsätzlich, die meiste Zeit benutze ich gerade mal 3 Pinsel eigentlich so. Also es ist einmal dieser... dieser ganz harte, glatte Pinsel hier, der so eine leichte Struktur hat, den verwende ich sehr gerne. Dann diesen texturierten Pinsel. Und dann habe ich hier noch einen Pinsel, mit dem ich Details male. Das sind eigentlich so, also mit denen mache ich fast alles. Dann habe ich noch ein paar Pinsel, mit denen ich verschiedene Gesichtsporen oder so male. Genau. Ja, wunderbar. Okay, ich glaube, das war es dann auch erstmal für das Teilen deines Bildschirms. Jetzt können wir wieder so langsam das Webinar zum Ende bringen. Ein paar Minuten haben wir noch zum Abschließen. Okay. Und dann lass uns noch kurz reden dazu, was wir noch so haben. Einen Moment, jetzt müssen wir eben schauen, wie das mit den Fragen ist. Wie viele Ebenen benutzt du so normalerweise? Du hast jetzt viel auf einer Ebene gezeichnet. Das ist unterschiedlich. Also für ein Porträt brauche ich weniger Ebenen als für eine aufwendige Illustration. Ich weiß nicht, ich sag mal für ein Porträt 10 bis 15 Ebenen vielleicht. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie chaotisch oder konzentriert ich arbeite. Wenn ich weniger konzentriert arbeite, sind es mehr Ebenen. Ich finde, der Nachteil von vielen Ebenen ist halt, dass man dann irgendwann die Übersicht verliert und verschiedene Dinge kann man auch dann nur auf einer Ebene machen. Also wenn ich halt hier zum Beispiel was verflüssigen möchte, also verformen möchte oder so, das muss dann halt schon auf einer Ebene sein. Deswegen würde ich sagen, viele Ebenen ist gut, dass es die Möglichkeit gibt und gerade wenn man mit Überlagern oder so, also mit den Ebenen-Modi arbeitet, braucht man halt auch schon ein paar mehr Ebenen. Ich neige dazu, dann, wenn es mir zu viele werden, die dann auch immer wieder zusammenzufügen, um die Ebenenanzahl zu reduzieren. Ja. Weißt du, wie viele Ebenen man in Clip Studio Paint in eine Datei einfügen kann?
Schätze mal. Ich würde sagen, keine Ahnung, also also ich habe es selber schon auf, weiß nicht, an die 200 geschafft oder so, wenn ich ganz, ja, bei ganz aufwendigen Illustrationen. Ja. Ja, also auf jeden Fall, so 150 bis 200, glaube ich, war so das Höchste, was ich jemals hingekriegt habe. Dementsprechend denke ich, dass es auch noch sehr viel höher gehen kann. Ich weiß nicht, ob das auch abhängig von der ja, von der Computerleistung ist, beziehungsweise umso mehr Ebenen man verwendet, umso langsamer wird der Computer. Ja. Ich weiß nicht, ich würde sagen, vielleicht 999 oder so. Keine Ahnung. Ja, also es hängt natürlich auch dann nachher von der Ebenen, von der Leistung des Computers ab, wie gut das dann nachher noch machbar ist. Aber theoretisch geht es bis 10.000. Okay, okay. Ja, verwundert mich jetzt nicht, aber... Ja, ich glaube, ich würde nicht gerne eine Datei, malen, die 10.000 Ebenen hat. Ja, das gerade das stelle ich mir schon. Aber du hast ja auch für deinen bunten Stil, also wenn man dein Instagram und so anschaut, dann hast du ja sehr viele sehr farbenfrohe Illustrationen. Ja, genau. Hast du da deinen Stil zugefunden, dass du jetzt ausgerechnet das so für dich perfektioniert hast? Ja, das hat so ein bisschen den Hintergrund. Bin früher mit meiner Oma gerne auf Märkte gegangen, wo halt zum Beispiel auch so Steine verkauft wurden, so Edelsteine, so die, ja, wenn man sich anschaut, dann glitzern die auch in allen Farben und haben auch solche Transparenzen, also unsere total faszinierende Licht-Schatten-Effekte. Und ich dachte mir, hey, probier das doch einfach mal aus, das mit Porträts zu verbinden. Also das war so die ursprüngliche Idee. Und ich finde es sowieso total toll, wenn man Farben überlagert. Also wenn man halt, das sieht man hier, also wenn man halt mit so Transparenzen arbeitet. Dein Bildschirm nicht. Ach ja, man sieht mein Bildschirm nicht. Okay, ich wechsle es nochmal ganz kurz, dann sieht man es. Genau, also wenn man hier Farben überlagert, das finde ich total faszinierend, was dann so für Farbtöne dazwischen entstehen. Und da kann man auch Farben halt richtig zum Leuchten bringen. Gerade auch mit den verschiedenen Ebenen-Modi kann man dann nochmal einiges herausholen. Und einfach aus dieser Lust heraus... da verschiedene Effekte auszuprobieren. Es ist halt diese Idee entstanden, dieser sehr farbenfrohen Bilder. Okay, genau. Super. Vielen, vielen Dank. Damit kommen wir dann auch zum Ende des Webinars. Hast du noch irgendwelche Kommentare für einsteigende Künstler, gerade wo du ja auch eine relativ klassische Ausbildung hast, sag ich jetzt mal. Etwas, was du noch teilen möchtest mit den Leuten, die heute zuschauen? Die haben ja doch ein paar, die wirklich interessiert auch dabei waren. Okay, also was mir sehr geholfen hat, war einfach der Gedanke, also ich hatte früher das Problem, dass ich mich sehr viel mit anderen Künstlern verglichen habe, mit Künstlern, die viel besser waren als ich. Und ich hatte da immer das Gefühl, wenn ich dann meine eigenen Bilder gesehen habe, die dann halt nicht so gut waren, das war für mich dann teilweise super frustrierend. Und irgendwann hat es aber in meinem Kopf Klick gemacht und ich habe realisiert, dass es ja nicht darum geht, so gut zu werden wie jemand anderes, sondern dass ich ja am Malen an sich, dass mir das Spaß macht und dass einfach auch diese Reise dahin, besser zu werden, ja eigentlich das Wichtige ist und das, was am Endeffekt ja auch am meisten Spaß macht. Also es ist ja, ich meine, es wäre total langweilig, wenn ich jetzt einfach sofort schon perfekt malen könnte. Was will ich denn dann noch machen? Also, dann habe ich ja schon alles perfektioniert. Und viel spannender ist es doch, wenn man Stück für Stück neue Dinge lernt, neue Sachen herausfindet und neue Programmfunktionen findet und neue Arbeitsweisen, wenn man sich das halt Schritt für Schritt alles so erarbeitet. Und ich finde, darauf sollte man sich, also gerade auch, wenn man anfängt und denkt, okay, oh, ich bin ja noch gar nicht so gut, lieber nicht mit anderen sich vergleichen, sondern wenn mit seinem vergangenen Ich, also mit dem, was man früher gezeichnet hat, vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder so, und dann zu gucken, da sieht man halt dann auch schon einige Verbesserungen. Also ich habe auch
Letztes Jahr habe ich auch schon ein Webinar gemacht und wenn ich mein Porträt, was ich jetzt für dieses Webinar gemacht habe, mit dem vom letzten Jahr vergleiche, dann habe ich auch jetzt plötzlich festgestellt, oh, okay, ich habe ja doch was gelernt jetzt in einem Dreivierteljahr. Und das ist dann, finde ich, auch wieder viel aufbauender und motivierender, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet. Ja, das ist doch ein schönes Statement zum Abschluss. Das ist doch, ich hoffe, das bringt jetzt auch den Leuten, die jetzt gerade anfangen mit Clip Studio Paint, dann auch Motivation spendet. Das wäre doch toll. Und ja, für alle, die noch zum Abschluss ganz kurz, die noch sich das Webinar nochmal anschauen möchten, gerne. Es ist aufgezeichnet, es wird demnächst zur Verfügung stehen. Oder auch das Katzenvideo, was wir am Anfang kurz gezeigt haben, mit den einzelnen Schritten, die noch ein bisschen einfacher aufgebaut sind, aber im Grunde doch schon sehr ähnlich sind. Das findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Gerne auch abonnieren. Und ja, Carinas Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, ich denke, damit war es das jetzt für unser erstes deutsches Webinar in diesem Format. Es war unheimlich schön, dass du uns dazu begleitet hast. Und ja, dass wir hoffentlich noch irgendwann mal eine neue Möglichkeit bekommen, dass wir vielleicht noch eins zusammen machen. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Okay, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.